habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Ja, ich, ja. Bring den Mann zu Bewusstsein. Warum? Was fehlt ihm denn? Die Lust wahrscheinlich. Der pennt doch nur. Das sehe ich doch von hier aus. Hier einmal mit dem Korkenzieher durch die Nase gezogen oder hier ein bisschen mit Öl übergossen und dann ist gut. Was ist denn hier mit dem Rucksack? Aha. Das sieht verrostet aus. Nein. Nein. Na toll. Warte mal, hat man hier draußen irgendwas, was danach aussah? Ah ja. Eins von zwei Reißverschlussschieber, natürlich. Ein Ventil. Hier brauchen wir ein Emblem. Hier? Nein. Da oben kommen wir momentan nicht ran. Hier ist nichts, da ist nichts. Ah, aber den Reißverschluss konnte ich mir einfach so mitnehmen, alles klar. Komisch, so toll ist das Anwesen gar nicht. Anscheinend hat die Hexe David nur getäuscht. Diese Hexe versprach mir unvorstellbaren Reichtum. Ich war bereit, alles zu tun, was sie verlangte. Sie hat mir diese teure Flasche geschenkt und das Haus selbst hat mich umgehauen. Dieser Ort ist wunderbar. Ich werde für immer hier mit den Schätzen bleiben. David. Das hat ja wunderbar geklappt. So, bevor ich jetzt mit Richard quatsche, werden wir jetzt den Handschuh reparieren. Ah, Anti-Spinnen-Handschuh. Ja. I'm curious about what he planned to do with my daughter. We'll have to bring him around to find out. Ich bin gespannt, was er mit meiner Tochter vorhat. Wir müssen ihn zu Bewusstsein bringen, um es herauszufinden. Was haben wir denn hier? Heiltrankrezept. Ich werde versuchen, einen Trank herzustellen, um ihn zurückzuholen. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier so Schickes. So, Regenschirm, Armband, ein Flakon, Kristall, Handtasche. Briefmarke. Ich muss das wieder zusammensetzen. Da ist die andere Hälfte. Spiegel, Kammring, Siegelring, Krawattennadel und Medaillon. So, da war der Spiegel, der Kristall. Hier ist das komische Stempeldingsbums. Siegelring meine ich. Das Ding da. Kamm. Den Spachtel, was ist er? Quatsch, der Spachtel, der Regenschirm. Da haben wir das Ding. Du bist nicht der Flakon. Ich bin faszinierend, dass Basti Grace hier nicht alles rumliegen haben. Das ist Wahnsinn. Handtasche. Für mich sah das aus wie ein kleiner Geldbeutel. Das war der Flakon. Ich habe ihn nur am Hand der Dingsbums erkannt. Am Hand des Verschlusses. Der daneben lag. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Eine Krawattennadel. Ein Ring. Und ein Armband.
Schnüffler, bravo. Bravo zum Schnüffler. Ja, wir haben ein Flakon gekriegt und einen Rahmen. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Was war hier noch? Hier ist noch was. Das nehme ich gerne mit. Das vergammelte Puzzleteil. Hier kommen wir noch nicht durch. Der Rosmarin ist etwas verwelkt und ausgetrocknet. Alter. So, ein Brecheisen. Dann wollen wir mal. Da ist gerade das Spiel ausgegangen. David konnte hier etwas Wichtiges aufbewahren. Ich muss mich genauer umsehen. Ich glaube, es kann kein Grim Tales Teil geben, wo mir das Spiel nicht ausgeht. Das ist so wieder... Irgendwo geht mir das Spiel immer aus. Und wenn es ein Bonuskapitel nicht ist, dann ist es irgendwo im Hauptspiel. Irgendwo geht es aber immer aus. So. Oh. Chameleon-Objekt. Da brauche ich 3 Statuen für. Aber ich nehme das Holz erstmal mit. Die Strickleiter meine ich natürlich. Und ein Brenner. Ja, warum nicht? Da brauche ich wieder einen Dreiecksschlüssel. So, das hätten wir schon mal. Ich brauche einen Kerzenhalter. Ah. Huch. Ah, was auch immer. Das so Heiltrankrezepte, das ist da einfach nur, also alles klar. Den einen Nagel brauche ich nicht. Okay, damit hat sich die Sache auch schon wieder erledigt. So, das ist Farn. Oh nein, wir haben ja Öl noch aus dem fast ersten Kapitel. So gut wie neu. Unter der Farbe ist, was ich brauche, Werkzeug. Ein Korkenzieher. Nein. Aber jetzt haben wir zumindest einen Kerzenhalter. Den schmeiße ich gleich mal hier drauf. So. Eins Rosmarin, 2 Farn und daraus wird ein Heiltrank. Oder so ein Aufwecker zumindest. Hätte ja sein können. Wen haben wir denn da? Alexander Grey. Wir haben jetzt eine Strickleiter. Damit kommen wir doch hier jetzt in das Ding da oben. Das hätte ich natürlich auch gekonnt. Hier ist Ventil. Ah, ich brauche ein Gefäß für Wasser. Ein Flakon eventuell. Alraune, natürlich. Wasser, wir haben Farn. Achso, Wasser, ja. Dann gießen wir mal den Rosmarin, auf dass er instant wieder grün wird. Ja, damit.
So, jetzt müssen wir nur oben den Docht anzünden, ne? Genau. Dazu brauchen wir noch Feuer. Eine Steinblume und wir haben einen Glasschneider. So, und setzen wir die Steinblume ein. Und wir halten eine Katze. Juhu. Was? Das ist die grausamste Art, Streichhölzer zu verstecken. Muntermacher, hier, bitteschön für dich. Extra eine Tiegel, ein Tiegeldrogen. Bring den jungen Mann wieder zu Bewusstsein. Frag den jungen Mann nach Anna Grey. If it weren't for you, I never would have woken up. I made a deal with the sorceress. She promised me a mansion full of riches. Ach, puzzeln, okay. Aber wie es zum Teil die Pixel genau reinsetzen musst. Ist ganz klein. But the deal turned bad. The mansion was in ruins. She even poisoned me. Aber der Deal nahm eine böse Wendung. Das Herrenhaus lag in Trümmern, sie hat mich sogar vergiftet. Dann machen wir mal grün. Da ist noch mehr grün. Nein, das sollte es eigentlich nicht grün machen. Das da oben soll zu grün malen. Anderes 5.
Oh je. Yeah. So, da ist eine 3. So, ich glaube, das war's schon wieder mit 3, oder? Ja. Dann kommen wir zu 4. Ja. Na dann 5. Nein, das ist 10. Wo ist das da? Genau. Gucken wir mal so. 6. Und das eine. 7. So, dann haben wir die 8 fertig, so die 9. So, dann machen wir jetzt mal die 10. I stole the sorceress's magical dagger. Here, you should have it. It might help you save your mother. Ich habe den magischen Dolch der Zauberin gestohlen. Hier, du sollst ihn haben. Er könnte dir helfen, deine Mutter zu retten. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge erst an. Bis dann, ciao!